Erinnert ihr euch, wir hatten mal vor einigen Wochen darüber gesprochen, wenn die Kombination auftaucht, dass ein relativ warmer oder heißer Hochsommer da war, der Absturz ganz plötzlich im September kommt mit nasskaltem Wetter und die Gegenbewegung im Oktober stattfindet mit Süd- und Südwestlagen und weit überdurchschnittlichen Temperaturen. Und dann folgt in der Regel ein relativ früher und relativ kalter Frühwinter. Das sagt doch nichts über den Hauptwinter an sich aus, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben erhöht und in diesem Jahr ist das gegeben. 1990, 91 beispielsweise, da hielt das den ganzen Winter über an, außer im Januar, da gab es eine kleine Bergaufdelle. Dann im Februar ging es wieder abwärts. Im Winter 2001, 2002 beispielsweise, wo wir eine ähnliche Kombination im Vorfeld hatten, da war der Frühwinter kalt und brachte Schnee und mitten im Hochwinter war es vorbei und dann kam überhaupt nichts mehr an Winterwetter nach. Darüber wollen wir noch nicht sprechen, aber mal darüber, wie sieht es denn mit einer eventuellen Umstrukturierung der Wetterlage jetzt im nächsten Monat im November aus? Grüße Sie und grüße euch. Noch haben wir die Ruhe vor dem Sturm. Es wird ja in der Woche ziemlich unruhig werden, dass hier beim Andreas im Vogtland, bei der Veronika am Niederrhein mit dem Halo, erkennt ihr ihn hier im Hintergrund? Dann haben wir noch, im Hintergrund habe ich den Pfeil da, die Nebensonne jeweils und dann beim Herbert Bauer auch alles ruhig mit den hohen Schleierwolken und ein paar Nebelfeldern. Und die Frage ist, wird es in ein paar Wochen eventuell so aussehen, dass es mal kurz schneit, dann wieder verschwindet oder bliebe der Schnee liegen? Was kann denn da passieren? Das schauen wir uns jetzt nochmal an und wir beginnen ganz, ganz schnöde mit einem pauschalen 15- bzw. 16-Tage-Trend, einem Ensemble für die Mitte Deutschlands. Ihr wisst, die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe, die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bonn finden. Hier sehen wir den Abwärtstrend von dem Wärmeberg des Oktobers runter auf unterdurchschnittlich, überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich und dann eher durchschnittlich. Dieses Hin und Her bringt ein paar Niederschläge, dann klingen die Niederschläge wieder ab und es gibt große Unterschiede zwischen sehr milden Läufen und kälteren Läufen. Und die kälteren Läufe, die rahmen wir hier mal ein in die minus 5er und die minus 10er Isotherme. Minus 5 bedeutet, bis ungefähr 500 Meter Höhe herab gibt es Schnee. Minus 10 Grad reicht für ganz unten, was den Schnee angeht. Mich nervt das Ding da im Hintergrund, da ist ein Schalk im Nacken, aber jetzt fange ich das Video nicht nochmal neu an. Gehen wir auf den 35-Tage-Trend im Norden Deutschlands. Da kommen wir auch von der Wärme runter und dann wogen wir um das langjährige Mittel herum. Und schaut euch mal diese Ausreißer an. Die oberen Ausreißer, die bleiben alle parallel. Die kommen immer wieder. Aber nach unten nehmen die doch ab Mitte November zu und rauschen teilweise unter die minus 10 Grad Isotherme. Hier ist ein Block dabei. Da kann sich ganz plötzlich etwas ändern. Im Westen Deutschlands ein ähnliches Spiel, wobei die Mittellinie die ganze Zeit über überdurchschnittlich verläuft. Aber auch hier kommt der Block herangezogen, wo die Temperaturen unterdurchschnittlich werden. Sowohl im Norden als auch im Westen sind immer wieder Niederschlagssignale dabei, mehr im Westen. Kommen wir in den Osten, da geht es sogar unter den Durchschnitt, was das Mittel angeht. Und hier sind viele Läufe dabei, die zwischen minus 5 und minus 10 Grad landen. Und die Läufe, die hier landen und auch noch Niederschlag bringen, bringen das alles als Schnee. Wir gehen nochmal in den Westen zurück, da sind es weniger, im Osten sind es deutlich mehr. Allein das sagt uns schon, da kommt so etwas Ähnliches wie eine Grenzwetterlage, die nicht von Nord nach Süd stattfindet, sondern von Ost nach West. Und in dem Fall spielt auch ein Kontinentalhoch eine Rolle. Im Süden Deutschlands ist das Ganze noch viel weiter aufgefächert. Da sind einige extrem kalte Läufe dabei. Was heißt extrem? Die sind sehr kalt und bringen schon dann Dauerfrost. Andere bleiben oben. Das sind entweder Vorderseiten, so wie wir es derzeit haben, Tiefvorderseite oder Hochdrucklagen, wo wir dann unten Inversion hätten. Niederschlagssignale sind auch die ganze Zeit über vorhanden. Gehen wir mal in die gemittelten Wetterlagen. Tag 5, das wäre die Nacht von Freitag auf Samstag. Da bekommen wir kurz einen Polarluftvorstoß. Ein ganz, ganz schwacher Trog rattert durch mit Wind. Es wird in den Bergen kurzzeitig Schnee bis 1000 Meter Höhe geben. Die 0 Grad Temperatur hier über dem südlichen Mitteleuropa in 1500 Meter Höhe zeigt eben an, es wird mal kurz kälter. Dann kommt dieses Hütchen herangezogen. Das ist ein paar Tage später da, am Rande dieses Hochs, das über den Alpen liegt. Und je weiter wir nach Norden kommen, desto windiger ist es. Und da haben wir am 10. November dann wieder generell im Mittel eine milde Südwestlage. Da wird sich gar nichts tun in Sachen Winterwetter. Es bleibt also mild, selbst wenn es am Freitag mal kurz kälter wird, vielleicht sogar mit Nachtfrostgefahr, das ist ganz schnell wieder vorbei.
Interessant wird es jetzt ab Mitte November. Da beginnt sich tatsächlich etwas zu ändern. Die sogenannte Frontalzone verläuft nördlich, macht hier in der Höhe einen Knick über Osteuropa nach Süden. Und dann haben wir hier eine riesige langgestreckte Wurst, die klammern wir mal ein. Das ist ein Hochdruckgebiet, das heißt, es kommt alles zur Ruhe, es hört auf. Ist einfach so, wenn man den Motor abstellt. Da passiert dann nichts mehr. Der relativ schwache Motor ist im Norden unterwegs mit Tiefdruckgebieten. Die Temperaturen in 1500 Meter Höhe entsprechen in etwa der Jahreszeit. Es bleibt so zwischen 0 und 5 Grad. Über Osteuropa sammelt sich in 1500 Meter Höhe die kältere Luft, am Boden natürlich auch. Wenn es vorher geschneit hat, sammelt sich hier ein Kaltluftpolster. Gehen wir 10 Tage weiter. Am 25. November, da ändert sich auch wenig daran. Dieser Hochdruckblock reicht vom Ostatlantik bis nach Russland rein. Im Süden sind wir genau drunter, im Norden am Rande der Tiefs im Norden und die Temperaturen in 1500 Meter Höhe brechen östlich von uns immer mal wieder ein. Das spricht für mögliche Polarluftvorstöße, die da kommen können. Alles generell mehr unter Hochdruck. Natürlich ziehen da mal Tiefs durch, aber es ist keine richtig satte Westdrift drin. Und richtig spannend wird es dann, wenn wir noch weiter gehen. Jetzt sind wir an Tag 34, das wäre der 4. Dezember. Die sogenannte 552er, der Jetstream, verläuft über Deutschland hinweg. Aber das mit dem Tiefdruck ist nicht so wirklich. Schaut euch mal an, da ist ja das Hochdruckgebiet am Boden keilförmig, das Richtung Europa reicht. Von Osten kommt eben dieses Hoch herangezogen. Das heißt, auf der einen Seite zieht mit Südwestwind die milde Luft nach Nordosten ab, auf der anderen Seite kann dann bodennah durch das Hoch die kältere Luft nach Westen fließen. Und in 1500 Meter Höhe liegen wir bei um und etwas unter 0 Grad. Das ist keine richtige Westdrift, es ist keine richtige Winterlage, es ist eine absolute Dümpellage, was relativ typisch ist für die Vorgeschichte, die wir hatten. Das gab es zum Beispiel auch im Dezember 1990, da waren mal so schwache Tiefs unterwegs, die brachten Regen und Schnee, so eine pauschale Einwinterung. Es kann gut sein, dass ein Drittel des Dezembers richtig winterlich wird aufgrund der Dümpellage. Apropos Dümpellage, wir hatten heute Morgen viermal die Nordhemisphäre drin für Mitte November. Ihr wisst, das Mittel, ihr erinnert euch, hatte eine Südwestlage gezeigt und jetzt sind noch zwei Läufe dazugekommen, der sogenannte Nuller und der Sechser. Das ist in dem Fall der Sechserlauf. Hier haben wir Mitteleuropa, da den Nordpol. Schaut euch mal die 552er an. Die biegt ab über den britischen Inseln an Island vorbei, um Grönland herum, dann südlich von Spitzbergen und kommt über das Baltikum zurück. Das heißt, da ist eine riesige Hochdruckblase und das unterbricht das alles. Auch hier kommt eine gestörte Zirkulation auf. Und es wäre irgendwann die Frage, fließt da von Osten und Nordosten bodennah was ein? Der Sechserlauf, der Nullerlauf von heute früh macht es im Prinzip ähnlich. Es geht nicht darum, wo die Dinger genau liegen, sondern die Struktur, um einen richtig heftigen Westzirkulationsradius da zu haben. Dann müsste das alles hier schön rund sein. Das ist es aber nicht. Das schlingert ohne Ende. Und sowohl hier, da ist die Linie quer über den Nordpol einmal so bei Alaska und hier hätten wir es direkt über den Nordpol gehend. Das wäre so ein fast Split. Da ist eine Tiefdruckzone, hier ist eine Tiefdruckzone, hier das Hoch, bodennah, der Ostwind, der kommt und auf der anderen Seite der Südwestwind. Da kommt also mehr und mehr Spannung in die Wetterküche, aber erst ab Mitte des Monats. Und es gibt noch eine Bauernregel, die da lautet, kommt der Winter nicht bis Allerheiligen, kommt er nicht bis Martini. Bedeutet, die Großwetterlage braucht ein paar Tage, um sich umzustellen. Und wenn die jetzt so ist, wie sie ist, dann wird es vor Mitte November nichts. Bis morgen.